Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie erneut begrüßen zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wer war eigentlich Jesus Christus? Hat Jesus Christus vor seiner Geburt als Mensch existiert? Und wenn ja, auf welche Weise? Oder ist die Existenz Christi erst durch seine Geburt als Mensch zustande gekommen? Wer ist eigentlich Gott? Was ist Gott? Besteht Gott nur aus einer Person oder besteht Gott aus mehreren Personen? Wir alle haben von dem Vater gehört und von dem Sohn. Sind diese zwei Begriffe lediglich der Ausdruck einer Manifestation ein und desselben Wesens? Ist der Sohn mit dem Vater identisch? Oder sind dies zwei Wesen, die beide Gott sind, Teil der Gottfamilie? Und was ist eigentlich das Potenzial des Menschen? Warum wurde der Mensch erschaffen? Was soll aus dem Menschen werden? In dieser heutigen Predigt und auch in einer darauffolgenden Predigt werde ich auf diese Fragen näher eingehen. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, wer Jesus Christus ist und wer er war. Schauen wir uns einmal die Bibel an. Ich weiß, dass es viele Ideen gibt im Christentum und auch außerhalb des Christentums, die uns sagen wollen, wer Jesus Christus war oder wer er heute ist. Aber das Wesentliche ist herauszufinden, was uns die Bibel über Jesus Christus sagt. Denn es ist dies das einzige Buch, das uns die Wahrheit über Jesus Christus offenbaren kann. Und schauen wir uns nun einmal eine Stelle im Johannesevangelium an. In Johannes Kapitel 1 und Vers 18. Und wenn wir diese Stellen heute lesen, das mag vielleicht für Sie dann ein wenig überraschend kommen, wenn Sie dies noch nie vorher gehört haben. Und so ist es wichtig, einmal darüber nachzudenken, darüber zu meditieren, vielleicht sich die Zeit zu nehmen, diese Stellen nach der Predigt noch einmal sich anzuschauen, genauer darauf hinzublicken, was eigentlich hier alles gesagt wird. Denn ich kann natürlich in einer Predigt nicht alles ins Einzelne hinein darstellen, werde aber versuchen, dies so weit wie möglich zu tun. Johannes Kapitel 1 und Vers 18. Eine Stelle, die Johannes, der Jünger Jesu Christi, hier zum Ausdruck bringt. Er schreibt, niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Nun, hier wird sehr vieles zum Ausdruck gebracht. Zunächst einmal heißt es hier, dass niemand Gott gesehen hat. Und dann heißt es, dass der Eingeborene Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Nun, wer ist mit dem Eingeborenen gemeint? Als Luther die Bibel übersetzte, mag das Wort eingeboren noch irgendeine Bedeutung gehabt haben. Aber heute sagt uns dieser Ausdruck so gut wie nichts. Es ist auch keine günstige Übersetzung. Das griechische Wort für eingeboren ist monogenes. Und dieses Wort hat die Bedeutung von einzig in seiner Art. Und so schreiben einige modernere Bibelübersetzungen auch, der einzig so gezeugte. Der einzig so gezeugte. Der Gott ist. Als Johannes dies schrieb, das war ja viele Jahre nach der Auferstehung Jesu Christi, bezeichnete Johannes den so einzigartig gezeugten, mit anderen Worten natürlich Jesus Christus, als Gott. Laut Aussage von Johannes war Jesus Christus Gott, aber er sagt auch, dass er in des Vaters Schoß ist. Was ist damit gemeint? Nun, es gibt eine Parallelstelle, wo Jesus Christus ein Gleichnis von einem Armen gesprochen hat, der dann nachher nach seinem Tode in Abrahams Schoß war. Mit anderen Worten, eine innige Beziehung wird hier zum Ausdruck gebracht. Und so ist auch hier eine innige Beziehung beschrieben zwischen dem einzig so gezeugten Jesus Christus und Gott dem Vater. Dies zeigt aber auch,
dass der Vater und Jesus Christus nicht ein und dieselbe Person sein können, sondern eine Gemeinsamkeit wird angesprochen von zwei Personen. Nun, warum ist Jesus Christus der einzig so Gezeugte? Nun, es gibt viele Gründe. Zunächst einmal wird ja davon gesprochen, dass sogar Engel Gottes Söhne sein können. Im Buch Hiob wird das zum Ausdruck gebracht. Der Mensch wird als ein Sohn Gottes potenziell gesehen angesprochen. Adam wird zum Beispiel im Lukas-Evangelium als ein Sohn Gottes beschrieben. Und das Volk Israel sollte ja zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Und auch ist das Potenzial des Menschen heute, zu Söhnen und Töchtern Gottes zu werden. Aber alles dies ist anders, wenn man dies im Hinblick auf Jesus Christus betrachtet. Schauen Sie, Jesus Christus war der einzig so Gezeugte. Es hat niemals einen Menschen gegeben. Es hat niemals einen Engel gegeben. Es hat niemals ein Tier gegeben, das so gezeugt wurde, in einer solchen Art und Weise zu einem Menschen wurde, wie dies bei Jesus Christus der Fall war. Denn er wurde ja durch die Jungfrau Maria gezeugt, und zwar aufgrund und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das hat es noch nie gegeben. Engel wurden geschaffen von Gott, wie wir noch sehen werden, ad hoc, sofort. Adam und Eva wurden von Gott erschaffen. Aber eine Idee, dass eine Jungfrau, und Maria war in der Tat eine Jungfrau, damit die Prophezeiung erfüllend, die im Buch Jesaja geschrieben steht, dass eine Jungfrau einen Menschen gebären würde, das hat es noch nie gegeben. Und das hat es auch seit der Zeugung Jesu Christi als Mensch noch nie gegeben. Und von daher ist er der einzig Gezeugte, auf diese Art und Weise Gezeugte. Aber es ist auch interessant, und darauf werden wir jetzt eingehen, dass Christus auch der einzig so Gezeugte war und dann der Menschensohn wurde, weil er nämlich vorher bereits existiert hat. Und zwar nicht als Mensch, sondern, wie wir sehen werden, als Gott. Wir haben gerade gelesen, dass er heute Gott ist. Johannes sagte dies ja, der einzig Gezeugte, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Aber die Bibel offenbart auch, dass Christus bereits vor seiner Erschaffung, wenn man das so sagen will, als Mensch, Gott war. Ein Gottwesen war. Schauen wir uns dies einmal im Johannes-Evangelium an, im 17. Kapitel. Dies ist eine Aussage, die Jesus Christus selbst trifft. Er betet zu Gott, dem Vater, vor seiner Verhaftung, ist hier im Garten Gethsemane, und kurz darauf würden dann die Herrscher kommen, ihn zu verhaften. Und das ist ein Gebet, das er jetzt spricht, vor seiner Verhaftung, und im 17. Kapitel, im Johannes-Evangelium, heißt es in Vers 5, Johannes 17 und Vers 5. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also wenn wir den Worten Jesu Christi Glauben schenken wollen, der hier zu dem Vater betet, dann sagt er ihm, dass noch bevor es überhaupt die Welt gab, bevor noch die Welt erschaffen worden war, hatte Jesus Christus Herrlichkeit zusammen mit Gott, dem Vater. Er existierte also schon vor Erschaffung der Welt mit einer Herrlichkeit, die er den Vater bittet, nun bei seiner Auferstehung zurückzuerhalten. Schauen wir uns auch eine Stelle im Römerbrief an. Römer Kapitel 9 und in Vers 5. Da spricht Paulus von den Israeliten, dem physischen Volk Israel. Und er sagt hier, dass ja auch die Väter zu den Israeliten gehörten, offensichtlich Abraham, Isaak, Jakob. Und er schreibt hier, und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Er wurde ja durch die Jungfrau Maria geboren und war von daher natürlich ein Jude, wie ja auch Maria eine Jüdin war. Also er kam jetzt von dem Volk Israel nach dem Fleisch. Aber nun schauen Sie sich an, wie Paulus hier fortfährt. Der da ist Gott. Also Christus, der nach dem Fleisch kam,
ist heute Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Also auch hier wieder die klare Aussage der Bibel, dass Jesus Christus heute Gott ist. Aber wie wir noch sehen werden, und wie Christus sich bereits im Johannesevangelium Kapitel 17 gesagt hat, er war bereits ein verherrlichtes Gottwesen, bevor er Mensch wurde. Er war vor seiner Niederkunft auf die Erde als Mensch bereits mit dem Vater zusammen gewesen. Er sagt dies selbst in Johannes Kapitel 6. Kehren wir zum Johannesevangelium zurück. Johannes Kapitel 6 und in Vers 62. Er konfrontiert hier die Juden, die natürlich nicht an seine überirdische Herkunft glaubten. Und er sagt denen, wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren, er spricht also hier auf seine Auferweckung und dann auch seine Himmelfahrt, wenn ihr ihn sehen werdet, auffahren dahin, wo er zuvor war. Also Christus macht ganz deutlich, er hatte vor seiner Geburt als Mensch bereits gelebt im Himmel. Er wurde nicht erst ein Wesen, als er von Maria geboren wurde. Schauen wir uns 2. Korinther an. 2. Korinther, Kapitel 4. 2. Korinther, Kapitel 4, angefangen in Vers 3. Denn wie kann das sein? Wie kann Jesus Christus Gott sein? Und wie kann der Vater Gott sein? Wie können beide zwei Persönlichkeiten sein und gleichwohl Gott? Wie ist das möglich? Nun schauen wir uns 2. Korinther 4 an, angefangen in Vers 3. Paulus schreibt hier, ist nun aber unser Evangelium, unsere gute Nachricht, die frohe Botschaft, das Evangelium vom Reich Gottes, ist nun aber unser Evangelium verdeckt oder verhüllt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Solange wie wir an das Evangelium Gottes nicht glauben, können wir auch kein Heil erlangen. Er fährt fort in Vers 4, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, Satan der Teufel, den Sinn verblendet hat. Denn nach dieser Stelle und nach anderen Stellen sieht es ja so aus, dass die meisten Menschen heute unwillkürlich, ohne dies vielleicht zu wissen, ohne dies zu wollen, dem Gott dieser Welt folgen. Satan, dem Teufel, der laut Offenbarung die ganze Welt verführt hat. Der Fürst dieser Welt, von dem Christus selbst gesprochen hat, der kam, um Christus zu versuchen in der Wüste. Und Paulus sagt, die sind verloren, die Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Schauen Sie, Christus hatte Gott, den Vater, gebeten, ihm die Herrlichkeit zurückzugeben, die er hatte, bevor die Welt war. Und so schreibt Paulus hier, die sehen nicht das Evangelium von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. In vielen Fällen, wenn die Bibel, das Neue Testament, von Gott spricht, ist damit Gott der Vater gemeint. Aber wie wir bereits gesehen haben, kann sich das Wort Gott auch auf Jesus Christus beziehen. Denn beide sind Gott. Beide sind Mitglieder der Gottfamilie. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, dass Gott eine Familie ist. Obwohl man sich das klar und deutlich machen könnte, wenn man allein schon daran denkt, dass Gott als der Vater und der Sohn beschrieben wird, die auch noch Kinder zeugen wollen. So ist also Gott eine Familie. Und hier heißt es, dass Christus das Ebenbild ist Gottes. Mit anderen Worten hier, das Ebenbild Gottes des Vaters. Denken wir daran, dass Gott im Anfang den Menschen schuf nach seinem Bilde, aber auf physische Art und Weise. Der Mensch ist ja kein Geistwesen, aber Gott ist ein Geistwesen. Und obwohl Gott ein Geistwesen ist, hat er gleichwohl Form. Ich meine, als Geistwesen ist er nicht eine nebulöse Wolke, die aus irgendwelchen
unbeschreibbaren Formen besteht. Er hat Form. Die Bibel sagt deutlich, und wir werden nachher auch noch Stellen lesen, die das zeigen, dass Gott zum Beispiel Arme hat, Beine hat, Augen hat, Hände hat, einen Mund hat. Aber es ist dies eine geistige Form, in der Gott besteht. Er ist eine geistige Person, der Vater und auch der Sohn. Sodass von daher Jesus Christus das Ebenbild, aber jetzt in geistiger Hinsicht, Gottes des Vaters ist. Er sieht so gesehen, vom Geistigen her gesehen, so aus wie der Vater. Deswegen konnte Christus auch bereits schon sagen, als er hier auf Erden war, wer mich gesehen hat, der sieht den Vater. Schauen Sie, vielfach ist es auch heute im menschlichen Bereich so, dass ein Sohn dem Vater sehr ähnelt, sogar von der physischen Ansicht her. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Vater noch lebte und wir einen Telefonanruf bekamen und ich am Telefon geantwortet habe, dass manche Leute nicht wussten, ob ich es war oder mein Vater, weil unsere Stimmen sehr ähnlich waren. Und in dem Sinne sieht auch Jesus Christus dem Vater sehr ähnlich. Er ist das Ebenbild Gottes. Aber schauen wir uns nun eine Stelle im Philipperbrief an, die uns zeigt, nicht nur was Christus heute ist, sondern was er bereits vor seiner Geburt als Mensch war, wenn wir dem Glauben schenken wollen, was uns die Bibel lehrt. Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, angefangen in Vers 6. Da heißt es hier in der Luther-Übersetzung, ein wenig unglücklich, er, die Rede ist von Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Also obwohl die Übersetzung nicht so klar ist, wie sie sein könnte, ich werde gleich noch Parallelübersetzungen bringen, wird hier deutlich, dass Jesus Christus vor seiner Geburt als Mensch existierte. Es heißt hier, der in göttlicher Gestalt war. Der hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und wurde ein Mensch. Andere Übersetzungen bringen hier, er, der von Natur aus Gott war, bestand nicht darauf, fernerhin Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und wurde ein Mensch. Hören wir uns einmal an, wie die Menge-Übersetzung dies bringt. Es heißt hier in Philipper 2, angefangen in Vers 5, solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war, denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, und dann schreiben sie als Anmerkung, seine göttliche Wesensgestalt oder Wesensart, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an, nein, er entäußerte sich selbst seiner Herrlichkeit, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Eine sehr schöne Übersetzung, die deutlich macht, dass Jesus Christus Gott war, bevor er Mensch wurde. Und dass er aber nicht mehr Gott war, in dem Sinne, dass er nicht mehr ein Geisteswesen war, als er Mensch wurde. Die Elberfelder Bibel schreibt es wie folgt. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden wurde. Also auch hier wird es deutlich zum Ausdruck gebracht. Jesus Christus war Gott. Er war ein Gottwesen. Er war die zweite Persönlichkeit neben dem Vater innerhalb der Gottfamilie. Aber er wurde ein Mensch. Voll und ganz ein Mensch. Nun, er war nach wie vor die Persönlichkeit, die er immer schon gewesen war. Er war nach wie vor derjenige, der er war, bevor er Mensch wurde. Aber er entäußerte sich seiner Göttlichkeit, wie es heißt,
und nahm Knechtsgestalt an, wurde ein Mensch. Man könnte dies vielleicht so vergleichen, wenn Sie zum Beispiel an einen König denken, der über ein großes Reich regiert. Und dann sagt er, okay, ich will jetzt mal für einige Zeit kein König mehr sein. Ich werde jetzt Teil der Untertanen sein. Ich werde jetzt zu einem Bettler werden. Und er lebt jetzt als ein Bettler in seinem Reich für viele Jahre. Nun, er ist nach wie vor derjenige, der er war. Er ist nach wie vor die Persönlichkeit, die er war als König. Aber er hat jetzt nicht mehr das Privileg des Königs. Er lebt jetzt als Bettler unter den Menschen. Das ist vielleicht ein etwas schwacher Vergleich, aber er zeigt an, dass Jesus Christus, der Gott war, ein Mensch wurde und als ein Mensch unter den Menschen lebte. Er war aber nach wie vor die Persönlichkeit, die er seit aller Ewigkeit als Gott gewesen war. Schauen wir uns eine Stelle im Kolosserbrief an, die noch deutlicher macht, dass Jesus Christus Gott war, bevor er Mensch wurde. Kolosser Kapitel 1, angefangen in Vers 15. Auch hier heißt es wieder, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, oder wie ich eben sagte, der einzig so Gezeugte, aber er ist vor aller Schöpfung. Er hat ein Privileg, das der Schöpfung weit vorausgeht. Und hier ist auch der Grund. In Vers 16. Also noch einmal, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Vers 16. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles geschaffen. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es geht also hier nicht nur um die physische sichtbare Welt, es geht sogar auch um die geistige Welt. Es geht sogar auch um die Welt der Engelwesen, die ja auch geschaffen sind. Alles dies wurde, es heißt hier, in ihm geschaffen. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Aber jetzt passen Sie gut auf, wie es hier weitergeht. Es ist alles, also alles, was hier beschrieben worden ist, die physische Welt, die geistige Welt. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Alles, was existiert, ist durch Jesus Christus geschaffen worden. Und auch zu ihm hin geschaffen worden. Wie, das werden wir gleich noch sehen. Also diese Stelle besagt deutlich, dass Jesus Christus existiert hat vor seiner Geburt als Mensch und dass er sogar existiert hat vor der Erschaffung der Welt. Denken Sie daran, dass Christus selbst gesagt hat, gib mir die Herrlichkeit zurück, die ich hatte bei dir, bevor die Welt war. Und so sagt diese Stelle hier, es ist alles durch Christus erschaffen worden. Und so heißt es in Vers 17, er ist vor allem. Und es besteht alles in ihm. Er ist derjenige, wie wir gleich noch sehen werden, der das gewaltige Universum durch sein gewaltiges Wort zusammenhält. Schauen wir uns dies kurz an hier in Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1. Also die Idee, dass Jesus Christus erst durch seine Existenz als Mensch geschaffen wurde, ist nicht dem entsprechend, was hier in der Bibel klar zum Ausdruck kommt. Hebräer Kapitel 1, angefangen in Vers 1. Nachdem Gott, und hier wiederum der Zusammenhang zeigt, dass es um den Vater geht, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Mit anderen Worten, das ist der Grund, warum alles zu ihm hin erschaffen wurde. Aber er fährt hier fort zu sagen, durch den, also durch Christus, durch den Sohn, er, der Vater, auch die Welt gemacht hat. Also auch hier wird deutlich zum Ausdruck gebracht, der Vater hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Von daher muss Jesus Christus existiert haben vor seiner Geburt als Mensch. Vers 3. Er, Jesus Christus, der Sohn, ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Also er hält alle Dinge zusammen. Alle Dinge kann auch Universum übersetzt werden. Er trägt sie, er hält sie zusammen durch sein kräftiges Wort. Und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Klar ist hier die Rede von Jesus Christus, der ja durch seinen Opfertod
die Vergebung der Sünden möglich gemacht hat. Und er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Mit anderen Worten, er hat sich zur Rechten Gottes des Vaters im Himmel gesetzt. Vers 4. Und er ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Vers 5. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, und jetzt zitiert er eine Stelle aus den Psalmen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er spricht hier jetzt von der Tatsache, dass Jesus Christus der Sohn des Menschen wurde, dass er gezeugt wurde, um ein Menschensohn zu werden, um ein Mensch zu werden. Und wiederum heißt es, ich werde sein Vater sein, er wird mein Sohn sein. Vers 6. Und wenn er den Erstgeborenen, also den einzig so Gezeugten, wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, und jetzt achten Sie genau, was hier geschrieben steht, Hebräer 1, Vers 8, Gott der Vater spricht von dem Sohn wie folgt, Zitat, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Ein Zitat von Psalm 45. Also hier wird Gott der Vater angesprochen, der zu dem Sohn sagt, Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 9. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt. Mit Freudenöl wie keinen deinesgleichen. Also hier wird Jesus Christus angesprochen. Er wird klar und deutlich als Gott identifiziert. Und es heißt aber auch, dass ihn sein Gott, Gott der Vater, gesalbt hat, andeutend, dass eine Hierarchie besteht in der Gottfamilie, dass Gott der Vater der Höchste ist und dass Jesus Christus an zweiter Stelle steht innerhalb der Gottfamilie. Und deswegen konnte Christus auch sagen, der Vater ist größer als ich. Gleichwohl hier wird deutlich gemacht, er ist Gott. Er war bereits Gott zur Zeit, als die Psalmen geschrieben wurden. Und so wird hier Weiteres zum Ausdruck gebracht in Vers 10. Auch hier wiederum wird ein Psalm erwähnt, Psalm 102. Aber es ist nach wie vor Gott, der Vater, der spricht, der seinen Sohn anspricht und der jetzt seinem Sohn Folgendes sagt in Vers 10. Du Herr. Also hier spricht Gott, der Vater, den Sohn als Herrn an. Yahweh, wie er im Hebräischen genannt wird. Du Herr hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Hier geht es nicht um den Vater. Der Vater sagt zu dem Sohn, zu Jesus Christus, du hast die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Vers 11. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe. Und deine Jahre werden nicht aufhören. Mit anderen Worten, er wird ewig leben. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt? Und hier wird ein neues Zitat jetzt gebracht von Psalm 110. Es ist immer noch Gott der Vater, der spricht. Und die Frage ist, zu welchem der Engel hat Gott der Vater gesagt? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Sind sie die Engel? Nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen. Mit anderen Worten, die Engel sind dienstbare Geistwesen, die ausgesandt sind, um uns zu helfen, die wir das Heil ererben sollen. Aber schauen Sie sich an, wie das alles hier zum Ausdruck kommt. Es ist Gott, der Vater, der zu dem Sohn Jesus Christus spricht und ihm sagt, du Herr, du Gott, hast die Erde erschaffen. Wie wir gelesen haben, Gott der Vater hat alles durch Jesus Christus erschaffen. Er ist der Herr. Und wie wir noch sehen werden, der Herr des Alten Testamentes, er war derjenige, Jesus Christus war derjenige, der direkt, auf direkte Weise mit den Israeliten verkehrte. Christus ist auch noch in einer anderen Weise beschrieben im Hebräerbrief, und zwar in Hebräer Kapitel 7.
Hebräer Kapitel 7, angefangen in Vers 1. Und hier wird von einem mysteriösen Menschen oder ich möchte sagen einer mysteriösen Persönlichkeit gesprochen. Denn wie wir sehen werden, war diese Persönlichkeit kein Mensch, hat sich aber damals als ein Mensch manifestiert. Wie auch zum Beispiel Engel sich als Menschen manifestieren können. Aber das heißt dann nicht, dass sie dann zu Menschen aus Fleisch und Blut werden, sondern es heißt nur, dass sie so erscheinen, wie ein Mensch aussieht. Und so ist das ja auch der Fall von dieser Persönlichkeit mit dem Namen Melchisedek. In Hebräer Kapitel 7, angefangen Vers 1. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, König von Jerusalem, Priester Gottes des Höchsten. Also hier wird Gott der Höchste angesprochen. Der Vater, der Höchste ist innerhalb der Gottfamilie. Und dieser Melchisedek war jetzt Priester des Höchsten. Und der ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn. Und ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Und diese Stelle wird ja im ersten Buch Mose beschrieben, die einzige Stelle überhaupt, die von Melchisedek spricht. Und Abraham gibt diesem Priester, der über Jerusalem herrschte, zu dem damaligen Zeitpunkt, den Zehnten. Und jetzt wird Folgendes über diesen Melchisedek gesagt. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit. Das ist schon ein Hinweis darauf, wer hier angesprochen ist. Dann aber auch König von Salem oder Jerusalem. Das ist König des Friedens. Nun, wer ist der König der Gerechtigkeit? Wer ist der König des Friedens? Wer ist heute der Hohepriester Gottes des Höchsten? Vers 8. Er ist ohne Vater. Also dieser Melchisedek, der hatte keinen Vater. Er ist ohne Mutter. Der hatte also auch keine Mutter. Er ist ohne Stammbaum. Er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Mit anderen Worten, hier ist eine Persönlichkeit angesprochen, die nicht erschaffen worden ist. Der hat seit aller Ewigkeit bereits existiert. Ohne Vater, ohne Mutter. Ohne Anfang der Tage. Ohne Ende des Lebens. Und so heißt es hier, so gleicht er dem Sohn Gottes. Nun, es wird ja nicht gesagt, dass er der Sohn Gottes war in dem Sinne, weil er ja hier als eine Persönlichkeit erschien, die sich manifestiert hatte als Mensch. Aber gleichwohl war er die Persönlichkeit, die der Sohn Gottes war. Und so gleicht er also dem Sohn Gottes. Und es heißt hier, und er bleibt Priester in Ewigkeit. Nun, wer ist der Priester, der einzige Hohepriester heute, der in Ewigkeit bleibt, der uns vor Gott im Vater vertritt? Jesus Christus. Sodass wir hier deutlich sehen, dass hier eine Beschreibung des Melchisedek erfolgt, die sich auf Christus bezieht. Es heißt sogar noch weiter in Vers 4, seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab, von der eroberten Beute. Also eine großartige Persönlichkeit, die weit über alle Priester hinausragte, die noch später kommen würden. Wenn wir hier uns jetzt Vers 8 anschauen, dann heißt es hier, dass die Priester, die dann nachher eingesetzt worden sind, die irdischen Priester sozusagen, die nehmen den Zehnten und die sind aber sterbliche Menschen. Dort aber ist einer, sagt hier Paulus im Hebräerbrief, dem bezeugt wird, dass er lebt. Gegenwart, nicht Vergangenheit. Dieser Hohepriester, dieser Melchisedek, der kein anderer war als Jesus Christus, der lebt heute. Der ist heute im Himmel gegenwärtig, wenn wir zu Gott, dem Vater, beten, und er vertritt uns als unser Hohepriester. Aber auch hier heißt es deutlich, er hatte keinen Anfang der Tage. Er hat seit aller Ewigkeit existiert, aber er war Priester Gottes des Höchsten, Gottes des Vaters. Mit anderen Worten, hier wiederum die Hierarchie wird angesprochen innerhalb der Gottfamilie. Schauen wir uns auch eine Stelle im 1. Johannesbrief an, die wiederum auf Jesus Christus eingeht. 1. Johannes Kapitel 1 und in Vers 1. 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Und ich lese die Verse 1 bis 3. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war
und uns erschienen ist, wer ist dieses Leben? Wer ist dieses Wort des Lebens, das ewig war, das beim Vater war, das uns erschienen ist? Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Leben, mit seinem Sohn Jesus Christus. Also hier wird Jesus Christus als das Wort des Lebens beschrieben. In Offenbarung Kapitel 19 wird von der Wiederkehr Jesu Christi gesprochen. Und schauen wir uns an, wie Christus hier beschrieben wird. Wenn die Bibel von dem Wort Gottes spricht, von dem Wort des Lebens, ist das nicht nur ein nebulöser, figurativer Ausdruck, sondern er hat sehr drastische Bedeutung. Offenbarung Kapitel 19, angefangen in Vers 11. Da heißt es hier, und ich sah den Himmel aufgetan, und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet, und er kämpft mit Gerechtigkeit. Er muss kämpfen, weil nämlich, wenn Christus zurückkommt, die Welt ihn nicht akzeptieren wird. Wir lesen im Buch der Offenbarung in anderen Stellen, dass sie ihn versuchen werden zu bekämpfen. Das gesamte 14. Kapitel im Buch Sacharja spricht davon. Aber Christus wird natürlich eine solche Rebellion nicht akzeptieren. Vers 12. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Gott hatte ja gesagt, dass er ihm einen Namen geben würde, der höher wäre als alle Namen von Engeln. Vers 13. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war. Das kann man auch so verstehen, dass er derjenige war, der für uns gestorben ist, durch dessen Blut wir Vergebung unserer Sünden erhalten können. Und sein Name ist, schauen Sie, das Wort Gottes. Also Jesus Christus wird mit dem Wort Gottes identifiziert. Er war das Wort des Lebens, das erschienen ist, das aber seit aller Ewigkeit mit dem Vater war, das ohne Anfang existierte. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, wird noch mehr über das Wort Gottes geschrieben. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Eine sehr berühmte Stelle, die viele von uns kennen. Aber schauen wir uns an, was hier genau gesagt wird. Johannes 1, 1. Im Anfang war das Wort. Mit anderen Worten, was man immer als Anfang ansehen will, das Wort existierte bereits. Aber wer oder was ist das Wort? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Luther schreibt hier, und Gott war das Wort. Man kann auch übersetzen, und das Wort war Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. In anderen Worten, hier war eine Persönlichkeit, die das Wort genannt wird. Diese Persönlichkeit war bei Gott, Gott dem Vater. Aber diese Persönlichkeit war selbst auch Gott, wie es hier heißt. Mit anderen Worten werden wiederum zwei Wesen beschrieben. Im Anfang war das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott und dasselbe war im Anfang bei Gott. Jetzt hören Sie sich Vers 3 an. Alle Dinge, was immer es auch geben mag, sind durch dasselbe, dieses Wort, gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also wie viel deutlicher kann man dies zum Ausdruck bringen? Alles, was existiert, wurde durch dieses Wort gemacht. Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Auch hier wiederum, das Wort des Lebens ist erschienen. Und nun schauen wir uns genau an, um jeden Zweifel vielleicht auszuräumen, wer dieses Wort gewesen sein mag, was Johannes in Vers 14 sagt, im ersten Kapitel. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, des einzig so gezeugten Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Obwohl Christus ein Mensch wurde, er wurde Fleisch, total Fleisch und Blut. Weil er gleichwohl natürlich die Persönlichkeit, die er seit aller Ewigkeit her gewesen war. Eine Gottpersönlichkeit. Und von daher reflektierte er natürlich auch in seinem Leben die Herrlichkeit
des Vaters. Wie er sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er lebte so, wie der Vater es wollte. Christus sagt ja sogar auch, die Worte, die ich spreche, sind nicht meine Worte, sondern es sind die Worte, die mir der Vater geboten hat. Er sagte, der Vater hat ihn gesandt, um seinen Weg zu verkünden und zu offenbaren. Mit anderen Worten, das Wort, das Fleisch wurde, hat seit Anfang an mit dem Vater existiert und das Wort war Gott, wie der Vater Gott ist. Das ist die Lehre der Bibel. Schwer zu verstehen vielleicht, wie überhaupt Gott existiert haben kann seit aller Ewigkeit. Der Mensch kann das nicht verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Sie können nicht verstehen, wie es Gott gegeben haben kann, der seit aller Ewigkeit existiert hat. Der keinen Anfang gehabt hat. Man kann vielleicht verstehen, wie man in alle Ewigkeit leben kann. Das kann man sich vielleicht als Mensch so ausdenken. Aber dass es eine Zeit gegeben haben kann, wo Gott nicht existiert hat, das kann man als Mensch nicht verstehen. Das ist der Grund, warum uns dies Gott offenbaren muss, in seinem Wort. Und er offenbart uns, dass Gott eine Familie ist, die seit aller Ewigkeit als Vater und als Sohn bestanden hat. Und dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat. Und dass es diese gewaltige Gottpersönlichkeit Jesus Christus war, die sich seiner Göttlichkeit entäußerte, der Mensch wurde, der dadurch sterben konnte, denn als Gott kann man ja nicht sterben, der aber auch als Mensch die Sünde im Fleisch überwunden hat, uns zeigen, dass es möglich ist, ein Leben ohne Sünde zu führen als Mensch, wenn man die Hilfe Gottes, des Heiligen Geistes, bei sich hat. Es ist also das Wort, das alles erschaffen hat. Nun, im Griechischen steht für das Wort, Wort, der Begriff Logos. Es heißt, hier am Anfang war der Logos, L-O-G-O-S. Das ist das griechische Original. Und eine Übersetzung, eine Bedeutung des Begriffes Logos kann Sprecher sein. Also jemand, der spricht, der den Willen Gottes der Menschheit bekundet. Die vollständige Konkordanz von Strong, Lexika hebräischer und griechischer Wörter, sagt uns Folgendes über das Wort Logos. Etwas Gesagtes, was den Gedanken beinhaltet, die göttliche Äußerung, Sprecher. Mit anderen Worten könnte man legitim hier übersetzen, im Anfang war der Sprecher. Und dieser Sprecher, der also das ausdrückte, was Gott der Vater wollte, der war bei Gott dem Vater und er war gleichzeitig auch Gott. Mit anderen Worten, Christus, der Sprecher, der Logos, der immer schon bei Gott dem Vater war, der gleichzeitig aber auch Gott war, das heißt ein Teil der Gottfamilie war, die aus zwei Personen besteht, Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Der Heilige Geist ist keine Gottpersönlichkeit, er ist die Kraft, die von Gott dem Vater und dem Sohn ausströmt. Dieser Sprecher war es, der alles erschaffen hat. Auf Geheiß von Gottes, des Vaters. Nun, einige sagen, ja, die Aussage hier in Johannes 1,1, dass das Wort bei Gott war, das kann man so nicht verstehen, das ist eine Fehlübersetzung. Das muss übersetzt werden wie, und das Wort war göttlich. Die sagen also hier, das hat nicht unbedingt die Bedeutung, dass also hier das Wort existierte. Das Wort war halt göttlich und Gott hat dann sein Wort genommen, dieses göttliche Wort, und hat das dann in Fleisch und Blut verwandelt. Sie wollen damit natürlich leugnen, die das sagen, dass Christus Gott war, dass er als eine eigenständige Person existierte. Unabhängig davon, dass all die anderen Stellen, die wir bereits gelesen haben, deutlich zeigen, dass Christus eine Gottpersönlichkeit war, die neben Gott dem Vater existierte, ist auch dieser Einwand hier im Hinblick auf Johannes 1 und Vers 1 nicht stichhaltig. Denn das Wort göttlich heißt im Griechischen Theios, T-H-E-I-O-S. Theios ist ein Adverb. Aber das steht hier nicht im Griechischen. Im Griechischen heißt es, und das Wort war Gott. Das griechische Wort Theos, T-H-E-O-S, ist gebraucht, nicht das Wort für göttlich. Von daher ist es keine Fehlübersetzung, sondern die Übersetzung, das Wort war Gott, dieser Sprecher, dieser Logos war Gott, ist absolut richtig. Die Anchor-Bible schreibt wie folgt. Einige übersetzen, das Wort war göttlich, doch das ist zu schwach.
denn es gibt im Griechischen ein Adjektiv für göttlich, Theosis, also T-H-E-I-O-S, das der Autor entschied, nicht zu gebrauchen. Die Übersetzung, das Wort war Gott, ist ganz richtig. So sehen wir also, dass die Bibel uns zeigt, dass Christus Gott war und dass Christus heute Gott ist. Erinnern wir uns an den Ausspruch des ungläubigen Thomas, der nach der Auferstehung Jesu Christi nicht an seine Auferstehung glauben wollte, der nicht daran glauben wollte, dass Christus den Jüngern wirklich erschien. Und er sagte, wenn ich also nicht meine Hände in seine Wundmale legen kann, dann glaube ich es nicht. Und dann erschien Christus ihm ja erneut. Und dann war Johannes bereit zu glauben. Aber schauen wir uns an, oder vielmehr Thomas war bereit zu glauben. Aber schauen wir uns an in Johannes Kapitel 20, wie er seinen Glauben zum Ausdruck bringt. Johannes Kapitel 20, angefangen in Vers 26. Nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie. Mit anderen Worten, er war jetzt ein Geistwesen, der konnte jetzt durch geschlossene Türen gehen. Der war nicht mehr ein Wesen aus Fleisch und Blut, der war ein Geistwesen geworden. Und so konnte er jetzt bei denen erscheinen, obwohl die hier sich eingeschlossen hatten. Und er tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Hat Christus dagegen etwas gesagt? Hat Christus zu Thomas gesagt, nein, ich bin nicht Gott, ich bin nicht Herr? Spricht Jesus zu ihm in Vers 29, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du, was? Dass er unser Herr und unser Gott ist. Er sagt, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Was glauben? Dass Jesus Christus unser Herr ist, der uns befiehlt, wie wir zu leben haben und dem wir gehorchen müssen. Das ist ja der Ausdruck, die Aussage, die Bedeutung von dem Wort Herr. Und dass er unser Gott ist. Dass er Gott ist. Dass er das zweite Mitglied der Gottfamilie ist. Das erste Mitglied, wie ich sagte, die höchste Autorität ist Gott, der Vater. Aber Christus ist auch Gott, ein Gottwesen. Und er war immer schon ein Gottwesen gewesen. Schauen wir uns auch Titus an, Kapitel 2. Titus, Kapitel 2, angefangen in Vers 11. Der Brief Titus befindet sich ja hinter den beiden Timotheusbriefen. Titus, Kapitel 2, angefangen in Vers 11. Denn er ist erschienen, oder vielmehr, denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen. Also schauen Sie, es geht nicht nur darum, an Christus zu glauben, theoretisch, sondern es geht darum, abzusagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit, denken wir daran, dass Christus sagte, dass er die Herrlichkeit wieder erhalten würde, die er hatte, bevor die Welt war. Wir warten also auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Nun, Luther hat hier das ein bisschen wiederum vernebelt, indem er hier ein Wort hinzugefügt hat, das im griechischen Urtext nicht steht. Luther übersetzt, wir warten auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Mit anderen Worten, da könnte man jetzt das so lesen, dass man sagt, wir warten also auf Gott den Vater und dann auf unseren Heiland Jesus Christus. Aber das ist nicht der Sinn der Aussage hier. Es heißt, wir warten auf die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Mit anderen Worten, Jesus Christus wird hier beschrieben als unser großer Gott und Heiland. Und es ist ja auch nicht so, dass Jesus Christus und Gott der Vater zurückkehren werden in naher Zukunft, sondern Jesus Christus wird zurückkehren auf diese Erde, um das Reich Gottes zu errichten. Gott der Vater kommt erst viel später auf diese Erde, wie uns Offenbarung dies beschreibt. Wir warten also auf die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesu Christi.
Und Jesus Christus sagt ja auch, wenn er zurückkehrt, er wird in der Herrlichkeit des Vaters und in seiner eigenen Herrlichkeit erscheinen. Die Bibel ist klar. Jesus Christus war Gott. Er wurde Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hat dies für Sie und mich getan, damit wir Vergebung der Sünden erlangen können. Und er ist heute Gott, der er war, bevor er Mensch wurde. Christus wird ja auch im Matthäusevangelium, im ersten Kapitel, als Immanuel identifiziert. Sie können das nachher im Vers 23 nachlesen. Immanuel, ein Zitat aus Jesaja 7 und Vers 14. Was heißt Immanuel? Immanuel heißt Gott mit uns. Jesus Christus war die Persönlichkeit, die seit aller Ewigkeit Gott war. Aber er wurde Mensch und lebte mit uns. Aber er war nach wie vor natürlich die Persönlichkeit, die er gewesen war als Gott. Leute beteten ihn an, sie erkannten in ihm seine Persönlichkeit. Sie erkannten, dass er Gott im Fleisch war. Das Neue Testament zeigt uns also, dass Gott aus mehr als nur einer Person besteht. Die Idee, die ja auch viele heute noch haben, dass Gott eine Person sei, ist verkehrt. Ist nicht das, was uns die Bibel lehrt. Etwas, was wir auch in der nächsten Predigt noch näher erläutern werden, wenn wir uns auf Stellen im Alten Testament beziehen. Ich gebe Ihnen nur einen kleinen Fingerzeig hier. Warum hat Gott am Anfang gesagt, im ersten Buch Mose, es heißt, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Wenn Gott nur eine Person wäre, dann gibt das wenig Sinn. Dann hätte Gott gesagt, ich will jetzt Menschen machen. Ein Bild, das mir gleich ist. Aber wenn man versteht, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschaffen hat, dann versteht man auch, warum Gott sagt, Gott der Vater spricht jetzt zu Christus und sagt, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Und Christus ist ja das Ebenbild Gottes des Vaters. Und der Mensch wurde nach der Gestalt, nach dem Bild Gottes erschaffen, aber in physischer Hinsicht. Aber jedoch mit einem Potenzial, das wir uns in der nächsten Sendung anschauen werden. Schauen wir uns auch kurz noch Johannes Kapitel 14 an. Eine weitere Aussage von Jesus Christus, um Ihnen ein wenig jetzt schon anzudeuten, was das Potenzial des Menschen ist. In Johannes Kapitel 14 und Vers 23 sagt Christus nämlich Folgendes zu seinen Jüngern. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Das ist Judas, aber nicht der Judas Iskariot, ein anderer Jünger. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Also auch hier wiederum die Idee, dass man Christus lieben kann, dass man Christus sogar anbeten kann, dass man an ihn glauben kann und dann gerettet ist, auch wenn man seine Worte bricht, die entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Christus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Durch den Heiligen Geist, der sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht und Wohnung bei ihm nehmen. Sie werden also durch den Heiligen Geist in einem Christen leben. Aber wer wird in einem Christen leben? Der Vater und der Sohn. Zwei Persönlichkeiten durch den Heiligen Geist. Er sagt hier, wir werden zu ihm kommen. Also auch hier wiederum wird deutlich gesagt, dass Gott nicht nur aus einer Person besteht. In den verbleibenden paar Minuten, die ich noch habe, möchte ich kurz jetzt noch auf eine Tatsache eingehen. Ich möchte nämlich klarstellen, dass die Tatsache, dass es Jesus Christus war, der mit dem Volk Israel direkten Kontakt hatte, dass er der Herr des Alten Testamentes war, das war den Juden zur Zeit Christi total verborgen. Sie glaubten zunächst einmal nur an ein Gottwesen. Sie glaubten nicht daran, dass Gott aus mehr als nur einer Persönlichkeit bestehen könnte. Und deswegen haben sie auch Christus mehrfach als jemanden beschuldigt, der Blasphemie betrieb. Und sie haben natürlich auch nicht gewusst, dass sie wirklich Christus verehrten damals. Sie glaubten, sie verehrten den Vater.
Sie haben nicht verstanden, dass der Gott des Alten Testamentes, der direkt mit den Menschen Kontakt hatte, Jesus Christus war und nicht Gott der Vater. Und Christus hat dies klar und deutlich bestätigt. Und er hat dies auch in Matthäus Kapitel 11 zum Beispiel verdeutlicht, dass dieses ein Missverständnis war, das bei den Juden herrschte. Und dass er kam, um dieses Missverständnis aufzuklären. Denn heute besteht das Missverständnis bei vielen Menschen immer noch. Die meinen, dass der Gott des Alten Testamentes Gott der Vater gewesen sei. Ein brutaler, herrschsüchtiger Gott. Und dass Christus, der Gott der Liebe, kam, um die Gebote seines herrschsüchtigen Vaters abzuschaffen. Aber Christus kam, ich bin nicht abgeschaffen. Ich bin nicht gekommen, abzuschaffen. Sondern ich bin gekommen, um das Gesetz Gottes zu erfüllen. Und ich bin gekommen, damit ihr, meine Jünger, das Gesetz Gottes ebenfalls erfüllt. Wenn man versteht, dass es Jesus Christus war, der die 10 Gebote vom Berg Sinai gesprochen hat, dann wird die Sache vielleicht ein bisschen deutlicher. Aber es waren nach wie vor natürlich die Gebote, die er von Gott dem Vater erhalten hatte. In Matthäus Kapitel 11 und Vers 27 lesen wir Folgendes. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Er sagt, niemand kennt den Vater. Die Juden, die meinten, den Vater anzubeten, taten dies nicht. Die haben gar nicht gewusst, wer der Vater eigentlich war. Und Christus sagt, und keiner kennt den Vater, es sei denn, der Sohn kommt, um ihn zu offenbaren. Und das ist das, was Christus getan hat. In Lukas Kapitel 10. Und in Vers 22, Lukas Kapitel 10 und Vers 22, auch hier sagt er, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Christus kam, um den Menschen, den Vater zu offenbaren und sich selbst zu offenbaren, dass er derjenige war, der im Alten Testament mit den Menschen direkt verkehrte. Johannes 1 und Vers 18. Johannes 1 und Vers 18. Diese Stelle haben wir eben schon gelesen. Ich lese sie noch einmal. Denn sie sagt hier auch deutlich etwas über die Offenbarung aus. Niemand hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene oder der einzig Gezeugte, der Gott ist, in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Aber niemand hat Gott je gesehen, sagt Christus hier, durch den Apostel Johannes. Wie kann das sein? Die Menschen haben Gott im Alten Testament gesehen. Sogar in seinem verherrlichten Zustand. Und gleichwohl sagt Christus hier, niemand hat Gott je gesehen. Schauen wir uns auch Johannes Kapitel 5 an und Vers 37. Johannes Kapitel 5 und Vers 37. Ich glaube, ich werde heute ein wenig überziehen müssen zeitlich, aber ich hoffe, dass es interessant genug ist, für Sie noch ein bisschen länger hier zuzuhören. Johannes Kapitel 5 und Vers 37, da heißt es, und der Vater, der mich gesandt hat, hat von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt niemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Also auch hier sagt er, dass es der Vater ist, die Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie, die Gott ist, aber die der Vater ist, dessen Stimme man nie gehört hat und dessen Gestalt man nie gesehen hat. Wenn es also heißt, Gott hat nie jemand gesehen, bezieht sich dies auf Gott, den Vater, dessen Stimme man nie gehört hat, wie Christus sagt, dessen Gestalt kein Mensch je gesehen hat. Johannes 6 und Vers 46. Johannes 6 und Vers 46. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte. Außerdem, der von Gott gekommen ist, der, mit anderen Worten Christus, der hat natürlich den Vater gesehen. Aber kein Mensch hat den Vater jemals gesehen. 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wie alles das, was in der Bibel steht, miteinander übereinstimmt, wenn man alle Stellen auf richtige Weise zusammenliest. 1. Timotheus Kapitel 6. Und Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot,
unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der selige und allein Gewaltige, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Hier ist jetzt von Gott, dem Vater, die Rede, der uns die Erscheinung Jesu Christi zeigen wird. Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Also Gott, der Vater, ist der König aller Könige, den kein Mensch gesehen hat und den kein Mensch sehen kann als Mensch. Solange wie wir physisch sind, aus Fleisch und Blut bestehen, können wir Gott, den Vater, nicht sehen. Allerdings sagt die Bibel auch im Buch der Offenbarung, dass die Zeit kommen wird, wo wir Gott, den Vater, sehen werden. Aber nicht mehr im Fleisch, nicht mehr als ein Mensch aus Fleisch und Blut bestehend. Im 1. Johannesbrief lesen wir im 4. Kapitel. 1. Johannes Kapitel 4 und in Vers 12. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 12. Und wir haben gesehen und bezeugen, das ist jetzt Vers 14, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Also auch hier wiederum ist es der Vater, der den Sohn gesandt hat damals, und es ist der Vater, der den Sohn in der Zukunft senden wird, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Aber jetzt zurückgehend auf Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Auch hier wiederum ist die Rede natürlich von Gott, dem Vater. Denn wir lesen ja in der Bibel, dass Gott den Menschen im Alten Testament erschienen ist. Menschen haben Gott gesehen. Menschen haben seine Stimme gehört. Und zwar im verherrlichten Zustand. Schauen wir uns 1. Mose Kapitel 32 an. 1. Mose Kapitel 32. Alle diese Stellen zeigen, dass wenn die Rede von Gott ist, es sich nicht nur um eine Gottpersönlichkeit handeln kann. Denn wenn es heißt, niemand hat Gott je gesehen, und jetzt lesen wir hier in 1. Mose Kapitel 32 und Vers 31, dass die Menschen Gott gesehen haben, dann muss es sich hierbei um zwei verschiedene Persönlichkeiten handeln. Gott den Vater, den niemand gesehen hat, Gott den Sohn, den die Menschen gesehen haben. 1. Mose 32 und in Vers 31. Jakob nannte die Stätte Phnuel. Das war die Stelle, wo Jakob mit einem Wesen gerungen hat, die ganze Nacht hindurch. Und nachher wird deutlich gemacht, dass dieses Wesen Jesus Christus war, der Gott des Alten Testaments. Das heißt nämlich hier, er nannte die Stätte Phnuel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Und doch wurde mein Leben gerettet. Wen hat er gesehen? Es konnte nicht Gott der Vater sein, denn es heißt, niemand hat Gott den Vater jemals gesehen. Es muss sich also hierbei um die Persönlichkeit handeln, die als Jesus Christus bekannt werden würde. Schauen wir uns auch im 2. Buch Mose, Kapitel 33, 2. Buch Mose, Kapitel 33, Vers 11 an. 2. Mose 33 und Vers 11. Da lesen wir, der Herr, schauen Sie, der Herr, wir hatten im Hebräerbrief gelesen, dass Gott der Vater Jesus Christus als den Herrn angeredet hat. Jahwe im Hebräischen. Etwas, was die Juden total nicht verstanden haben. Etwas, was die heutigen Menschen im Großen und Ganzen nicht verstehen. Jesus kam, um den Vater zu offenbaren, aber er offenbarte auch, dass er der Herr des Alten Testamentes war. Es heißt, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Vers 18. Und Mose spricht zu dem Herrn und sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, Vers 19, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun
und du darfst hinter mir her sehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen oder kann man nicht sehen. Also hier sagt Gott deutlich, dass er ihm seine Herrlichkeit offenbaren würde, aber nur seinen Rücken sozusagen. Also Mose war nicht in der Lage, sein Angesicht zu sehen, aber er konnte gleichwohl die Herrlichkeit Gottes sehen. Er konnte also mit anderen Worten nicht die Herrlichkeit des Vaters sehen, denn es heißt ja, dass kein Mensch den Vater je gesehen hat, aber er konnte gleichwohl die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Herrlichkeit Jesu Christi. Schauen wir uns Kapitel 34 und Vers 6 an. Es heißt hier, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, Vers 7, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber nicht ungestraft lässt er niemand, sondern er sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Geschlecht, andeuten, dass unsere Sünde Auswirkungen haben kann auf unsere Nachfahren. Aber wir sehen hier die große Barmherzigkeit Gottes, desjenigen, der Gott des Alten Testamentes war, der kein anderer war als Jesus Christus. Schauen wir uns 4. Mose Kapitel 12 an. 4. Mose Kapitel 12 und Vers 8. Da heißt es, von Mund zu Mund rede ich mit ihm, sagt Gott hier. Nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Schauen Sie, die Idee, dass Gott keine Gestalt habe, dass er irgendwie eine Wolke sei, ein Nebel, was immer, ist totaler Unsinn. Christus sagt hier, er sieht den Herrn, er sieht mich in seiner Gestalt. Wenn sich natürlich Gott dem Menschen offenbart oder manifestiert. Wir lesen auch im 5. Buch Mose, Kapitel 34. 5. Buch Mose, Kapitel 34 und in Vers 10. 5. Buch Mose, Kapitel 34 und in Vers 10. Und es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr erkannt hätte von Angesicht zu Angesicht. Und es gibt noch viele weitere Stellen, die ich jetzt nicht die Zeit habe zu lesen, die auch uns die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament beschreiben, wo Menschen Gott gesehen haben. Schauen Sie sich nachher Jesaja Kapitel 6 an, die ersten 10 Verse. Schauen Sie sich Ezekiel im ersten Kapitel an und auch im dritten Kapitel und auch im achten Kapitel, wo jeweils Gott sogar in einer gewissen Herrlichkeit dem Jesaja erscheint, dem Ezekiel erscheint. Und gleichwohl heißt es, dass niemand Gott den Vater je gesehen hat. Mit anderen Worten, es war dann Christus, der eben gesehen wurde. Da also Menschen Gott im Alten Testament gesehen haben, da also Menschen seine Stimme gehört haben, da aber andererseits kein Mensch Gott den Vater je gesehen hat oder seine Stimme gehört hat, ist es klar, dass es sich hier um zwei verschiedene Wesen handeln muss. Und weiter ist es auch klar, dass es eben Christus war, der Herr des Alten Testamentes, der Gott des Alten Testamentes, der gesehen wurde von den Menschen und nicht der Vater. Und jetzt zum Abschluss noch kurz ein paar Stellen, die uns auch zeigen im Neuen Testament, dass das genau die Lehre ist. Die Lehre der Bibel, dass es Christus war, der mit den Menschen im Alten Testament verkehrte. Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, angefangen in Vers 41. Und wie gesagt, das mag neu für viele sein, die das noch nie so gehört haben, die gemeint haben, dass es Gott der Vater war, der im Alten Testament den Menschen sich offenbarte, aber es ist dies klar und deutlich nicht die Lehre der Bibel. Die Lehre der Bibel ist, dass es Jesus Christus war, der mit den Menschen im Alten Testament umging. Johannes Kapitel 8, angefangen in Vers 41. Er sagt den Juden der damaligen Zeit, die eben nicht an ihn glaubten, ihr tut die Werke eures Vaters. Und da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren. Mit anderen Worten, sie bezichtigten jetzt Christus, das Produkt einer Unzucht zu sein. Wir sind nicht unehelich geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Und Jesus spricht zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater.
sagt Christus hier den Juden zur damaligen Zeit. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an. Der steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, deshalb glaubt ihr mir nicht. Jetzt lesen wir Vers 54. Jesus antwortete, wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Das haben die Juden ja geglaubt, dass der Vater ihr Gott sei. Und er sagt dann weiter, ihr kennt ihn nicht, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner sein wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Vers 56, Abraham, euer Vater, wurde froh, als er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Abraham sah Jesus Christus. Und da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und du hast Abraham gesehen? Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Mit anderen Worten, Jesus sagte deutlich, er existierte vor der Erschaffung Abrahams. Und wenn er sagt, bin ich, ist das eine Anspielung auf das hebräische Wort Yahweh, den Gott des Alten Testamentes, der nämlich die Bedeutung hat von, ich bin, der ich bin. Und als er das sagte, da wollten die Juden ihn steinigen, weil sie erkannten, dass er von sich behauptete, Gott gewesen zu sein, der lebte, als Abraham lebte. Schauen wir uns auch in 1. Korinther Kapitel 10 an, eine weitere Stelle, die klar und deutlich zeigt, dass es Jesus Christus war, der die Israeliten aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat. Nicht Gott der Vater, sondern Jesus Christus. 1. Korinther 10 und Vers 4. Er sagt, Paulus schreibt hier, dass die Israeliten, die sind alle auf Mose getauft worden, durch die Wolke, durch das Meer, die haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Vers 4, haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Dieser Fels aber war Christus. Schreibt Paulus hier. Es war Christus, der ihnen Wasser gegeben hat zu trinken in der Wüste. Wir lesen auch in Vers 9. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten, damals in der Wüste, und wurden von den Schlangen umgebracht. Als sie Gott versuchten, hat Gott Schlangen geschickt, die sie dann bissen. Aber wer wurde hier versucht? Laut Paulus. Es war Christus. Nicht Gott der Vater. Es war Christus. Schauen wir auch Judas Kapitel 4 uns an. Judas Kapitel 1 und Vers 4 und 6. Judas Kapitel 1, die Verse 4 bis 6. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst, dass der Herr, wer ist hier angesprochen? Unser alleiniger Herr und Herrscher Jesus Christus. Dass der Herr, nachdem er dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die ihn nicht glaubten. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er, wer, der Herr, Jesus Christus, für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. Es war also Jesus Christus, der bei den Israeliten war, der sie aus Ägypten herausführte, der sie 40 Jahre lang in der Wüste herumführen ließ. Und es war auch der Geist Jesu Christi, der in einigen der Propheten im Alten Testament lebte. 1. Petrus Kapitel 1. 1. Petrus Kapitel 1. Diese Stellen zeigen natürlich deutlich, dass Jesus Christus vor seiner Geburt als Mensch existiert hat. Er war der Gott des Alten Testamentes. Er war derjenige, der die Menschen erschaffen hat, auf Geheiß Gottes des Vaters. 1. Petrus 1, die Verse 10 und 11. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, Vers 11, und haben geforscht, auf welche und für was eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten,
und die Herrlichkeit danach. Der Geist Jesu Christi lebte in Propheten des Alten Testamentes. Wie kann das sein, wenn Christus gar nicht existiert hat vor seiner Geburt als Mensch? Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Hebräer Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Hat Mose etwas von Christus gewusst? Oder hat Mose auch geglaubt, dass er den Vater angebetet hatte, wenn er mit Christus sprach? Hebräer 11, Vers 24. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auch auf die Belohnung. Mose wusste, dass Jesus Christus kommen würde, um für uns zu sterben, geschmäht zu werden. Und er hatte insoweit bereits schon die gleiche Einstellung, die Christus hatte. Er wollte vielmehr die Schmach Christi erleiden, als den Reichtum Ägyptens, der ihm hätte schaden können. Aber auch er wusste, dass er mit Christus verkehrte, wenn er mit Gott sprach. Und schauen wir uns auch zum Abschluss noch in Matthäus Kapitel 23 an, was Christus selbst gesagt hat über sein Wirken als der Gott des Alten Testamentes. Matthäus Kapitel 23 und Vers 37. Eine Klage, die er über Jerusalem ausspricht. Er sagt: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Er spricht ja nicht von seiner Zeit als Mensch. Er spricht von der Zeit, als er Jerusalem im Alten Testament warnte, das Haus Juda warnte, sich nicht abzuwenden von Gott. Aber sie haben es trotzdem getan, und so wurden sie letztendlich in die Verbannung geführt. Wir haben also heute gesehen, meine Damen und Herren, dass Jesus Christus der Gott des Alten Testamentes war. Dass Jesus Christus zusammen mit Gott dem Vater seit aller Ewigkeit existiert hat. Jesus Christus, die zweite Person der Gottfamilie, die kam, um Mensch zu werden, um für uns, für Sie und für mich sterben zu können, damit wir Vergebung unserer Sünden erhalten können, der wieder auferweckt wurde zu ewigem Leben, der heute Gott ist, ein Teil der Gottfamilie, der neben Gott dem Vater im Himmel sitzt, als unser Hohepriester für uns eintritt, wenn wir sündigen, wenn wir seine Erbarmung, wenn wir die Erbarmung und die Gnade Gottes benötigen. Jesus Christus war nicht nur ein Mensch, der als Mensch kam und vorher nicht existiert hätte. Er ist der große Gott des Alten und des Neuen Testamentes. Aber wie ich sagte, er steht an zweiter Stelle hinter dem Höchsten der Gottfamilie, Gottes des Vaters. In der nächsten Predigt werde ich noch weiter auf dieses Thema eingehen und dann über das Potenzial sprechen, das Sie und ich haben können. Denn auch wir können Teil dieser Gottfamilie werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.